Herzlich willkommen, liebe Modellbahnfreunde bei X-Train24, Ihrer Einkaufswelt für Modelleisenbahnen und Zubehör. Heute habe ich Ihnen zwei Neuheiten mitgebracht, die ich Ihnen sozusagen, als Live-Shopping-Quickies präsentieren möchte. Als erstes habe ich Ihnen eine E-Lok in der Nenngröße H0 mitgebracht und möchte Sie mit folgendem Werbesatz ankündigen. Kopfkino an. Wer hat's erfunden? Ricola ist da außen vor, denn besser heißt es in diesem Fall SBB Cargo International. Die Rede ist von der Vectron Baureihe 193 der SBB Cargo Alppiercer 2. Dieses H0-Modell von LS Models exklusiv kommt als angekündigte Neuheit in den Verkauf und jetzt hier bei mir aus der Verpackung gerollt. Da kommt sie, die Alppiercer 2, ein wunderschönes Modell von LS Models, und jetzt parke ich sie erstmal in ihrem Blickfeld. Sehr schön. So, liebe Freunde, bevor ich zu den technischen Einzelheiten dieses Modells komme, noch ein kurzer Blick auf das Unternehmen SBB Cargo International. SBB Cargo International ist ein überwiegend auf dem Nord-Süd-Korridor zwischen den Nordseehäfen und Norditalien operierendes Eisenbahnverkehrsunternehmen mit eigenen EVU-Lizenzen in den Niederlanden, Deutschland, der Schweiz und Italien. SBB Cargo International bewegt mit ca. 221 Lokomotiven, Stand von 2021, ca. 12.659 Netto-Tonnenkilometer pro Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine wirklich ganz beachtliche Leistung. Die SBB Cargo International verpasste den Vectrons ein modernes und frisches Lokdesign mit vertrauten Gestaltungselementen aus dem SBB-Konzern. Ja, und entsprechend der Relationen und Stationierungen der Loks gab es auch nach der ersten Säge der Vectrons eine neue Farbgebung. Dunkelblau statt rote Stirnflächen und überarbeiteten Design der Seitenflächen haben den bekannten Loks wie dem Holland-Piercer, den Ruhr-Piercer fällt mir ein, den Knight-Piercer oder eben wie hier den Alppiercer 2. Mehr Informationen zu den Lok-Designs finden Sie übrigens auch auf den Seiten von SBB Cargo. Und das ist mal schon sehr interessant. Jetzt aber zu dem Modell, welches hier vor mir steht, der Alppiercer 2 aus dem Hause LS Models. Das Epoche 6 H0-Modell der Baureihe 193 der SBB Cargo hier ist in DC-Ausführung und Sound mit der Artikelnummer LS 17111S. Und S steht ja für Sound. Die Lok ist ausgestattet mit einem Sounddecoder. Die MTC-Schnittstelle ist 21-polig ausgeführt. Diese Lok ist mit einer Kurzkupplungsaufnahme nach NEM 362 ausgerüstet und hat eine Kurzkupplungskinematik. Die Länge über Puffer übrigens ist 218 mm. Das Modell hat zwei Haftreifen, angetrieben wird das Modell mit einem 5-poligen Motor und der befahrende Mindestradius beträgt 360 mm. So, nach den allgemeinen Infos, liebe Freunde, komme ich jetzt mal zur Kurzvorstellung der Detaillierung dieser wunderbaren Lok. Die Dachaufbauten bei diesem Lokmodell von LS Models entsprechen exakt dem Vorbild der Baureihe 193.
Ein Hingucker sind auch die filigran ausgeführten 4 Stromabnehmer dieser Mehrsystem-Lok. Alle elektrischen Zuleitungen und Isolatoren sind in vorbildlicher Materialstärke ausgeführt. Die 3 fein geätzten Dachlüfter runden den Gesamteindruck beim Dachgarten dieser E-Lok ab. Viele Teile sind extra angesetzt, wie die Scheibenwischer oder Halte- und Rangiergriffe, Handläufe oder die Aufstiegsleiter zum Führerstand. Die Lackierung und Bedruckung ist sauber und trennscharf ausgeführt und entspricht dem aktuellen Betriebszustand dieser Lok. Das Highlight sind jedoch die Fahrgestelle. Das ist mir auch beim Auspacken schon ausgefallen. Sieht das nicht, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, affengeil aus? Auch die am Rahmen angebrachten Anbauteile wie Zuleitungen, Sandstreuer, Indusi-Magneten, Luftbehälter, Batteriekästen und so weiter und so weiter sind ebenfalls extra angesetzt und machen einen unglaublich plastischen Eindruck. Mit meinen hier kurz vorgestellten Details zu dieser Lok kann man einfach nur sagen, klasse ausgeführt, sie macht einen hervorragenden äußerlichen Gesamteindruck. So, liebe Freunde, nachdem ich Ihnen nun die Detaillierung dieser Maschine etwas näher gebracht habe, kommen wir zum zweiten Teil der Vorstellung, nämlich zu den digitalen Funktionen. Und das ist ja immer eine ganz wichtige Angelegenheit. Die Maschine hat, so viel wie ich weiß und richtig gelesen habe, 28 schaltbare Funktionen zur Auswahl. Und eine kleine Auswahl davon möchte ich Ihnen jetzt gerne präsentieren. Ich fange mit den Lichtfunktionen an. Das Dreispitzsignal im Wechsel mit Schlusslicht fahrtrichtungsabhängig. Auf- und abblendende Hauptscheinwerfer und natürlich die Kabinenbeleuchtung. Bei den Soundfunktionen, klar, wie es der Name schon sagt, das Wichtigste, der Lok-Sound. Dann das Signalhorn tief. Das Lüftergeräusch. Den Kurzpfiff hoch und tief im Anschluss. Und zum Schluss, was nicht so angenehm ist, die SIFA-Zwangsbremsung. SIFA, 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 SIFA-Zwangsbremsung, SIFA-Zwangsbremsung, Störung, Störung, Störung. Soweit die Auswahl, meine Auswahl der digitalen Funktionen. Wie gesagt, 28 sind es insgesamt und ich möchte auch hier nochmal dran erinnern, ich finde das also ganz klasse, was hier gemacht worden ist. Man kann also mit einem kleinen Eingriff die Schweizer Ansage wählen. Das heißt also, deutsche Ansage weg,
ist ja auch schließlich eine Schweizer Lok, Schweizer Ansage drauf, alles völlig in Ordnung. Ja, jetzt warten Sie ganz bestimmt sicherlich auf unsere Angebotspreise zu dieser Lok. Es gibt noch weitere Maschinen, es gibt noch Analogmodelle, beziehungsweise von dieser Ausführung gibt es auch ein AC-Modell. Also alle Märklinisten, die bis jetzt gedacht haben, die hätte ich gern, bitte schön, ist kein Problem, diese Maschine gibt es auch in AC-Ausführung. So, und jetzt kommen wir zu den Preisen dieser Vectron der Baureihe 193 der SBB Cargo International. Die Nenngröße ist H0 und das jetzt angebotene Modell in DC. Einmal mit der Artikelnummer LS17111 für 279,90. Dieses Fahrzeug ist in DC analog. Und die hier von mir vorgestellte Artikelnummer LS17111S, S steht für Sound, für 379,90. Auch hier sehen Sie es ja nochmal in der Grafik ausgeführt, in DCC Sound. Mit der Artikelnummer LS17611 für 287,90 €, Ausführung in 3-Leiter digital. Und die zweite Ausführung in Sound mit der Artikelnummer LS17611S für 398,70 €, Ausführung in 3-Leiter digital Sound. So, nach den Preisen, liebe Freunde, kommt jetzt ein ganz wichtiger Teil eigentlich, ein paar Impressionen auf der Modellbahnanlage mit der alten Pirsa 2. Na, ist sie nicht super, diese Lok der SBB Cargo mit den unwiderstehlich will ich haben Effekt und Lächeln? Worauf warten Sie? Nichts wie ran an diese außergewöhnliche, schöne E-Lok. Ein Hingucker auf Ihre Anlage in jedem Falle. So, liebe Freunde, jetzt kommen wir zu unserem zweiten Angebot, also Themenwechsel. Es ist ebenfalls eine Neuheit. Und zwar aus dem Hause Auhagen. Sagt Ihnen der Name Goliath was? Nein, nicht so wirklich? Oder da war doch noch was? Okay, ich löse auf. Der Name Goliath wurde einst so 1950 aufwärts nach einem gebauten Klein-LKW aus dem Hause Borgward benannt. Ach ja, richtig. Borgward Bremen, alles klar. Diese wunderschönen Autos mit diesem eigenen Charakter, was fällt mir da spontan ein? Borgward Isabella. Ja, aber zurück zu Goliath. Wenn ich jetzt den Namen Goliath übersetze, bedeutet das biblischer Riese. Naja, jetzt muss ich wirklich feixen, denn ein Riese war dieser Klein-LKW mit dem Namen Goliath doch wohl eher nicht, denn die Zielgruppe war mehr das Handwerk und Gewerbe. Und unter der Typbezeichnung Goliath gab es übrigens auch formschöne PKWs und auch ein 1959 gebautes Dreiradfahrzeug als Kastenausführung.
Auhagen hat mit der aufgelegten Serie unter der Bezeichnung Minicar die Goliath-Nutzfahrzeuge aufgelegt und sie sind sofort unter verschiedenen Ausführungen bei uns zu haben. Ein paar zur Auswahl habe ich Ihnen mal mitgebracht, um sie Ihnen zu zeigen. Da wäre hier zu einem mit der Artikelnummer 6607 der Goliath Kastenwagen in Weinrot. Also, es ist ein Fertigmodell, ich stelle ihn mal hier davor, aus Kunststoff und der Verpackung liegen zusätzlich maßstäbliche Kennzeichen und Rückspiegel zur Selbstmontage bei. Dann habe ich Ihnen auch noch ein Fahrzeug, ein anderes mitgebracht, ein sehr interessantes, unter der Artikelnummer 66019, dem Modell eines Goliath Express 1100 Luxusbus mit offenem Dach und einer ganz tollen Farbe, Hellkoralle. Auch wie hier und bei den anderen Modellen, die ich Ihnen noch jetzt zeigen werde, liegen grundsätzlich die Kennzeichen und Rückspiegel zur Selbstmontage bei. Gucken Sie sich das mal an. Hier in Hellkoralle mit geöffnetem Dach. Ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Konkurrenz zur VW gewesen, zum T1 vermute ich mal. So, weiter geht es mit der Goliath-Seriennummer bzw. Artikelnummer 66009 und dem Modell eines Goliath Express 1100 Kastenwagen der Deutschen Post in Farbe Gelb. Da ist er. Ups, nicht drängeln. Dann habe ich Ihnen noch ein weiteres Fahrzeug mitgebracht. Auch ein bisschen aufreihen hier. Mit der Artikelnummer 66027 das Modell eines Goliath Express 1100 Transporters mit Pritsche und Plane. Es ist der Werkswagen sozusagen von den Goliath-Werken gewesen, denn er hat auch die Beschriftung Goliath-Werke dran. Ja, und last but not least zum Schluss meiner kleinen Präsentation mit der Artikelnummer 66012 das Modell eines Goliath Express 1100 Kastenwagen der HK-Werke mit Beschriftung Neutralseife Spezial. Gibt es übrigens heute noch, können Sie noch kaufen. Also als kleiner Hinweis. Das gesamte Angebot natürlich von Auhagen unter der Bezeichnung Minicar finden Sie natürlich auch bei uns auf den Seiten von Xtreme24. Ja, und jetzt kommt wieder das Wichtigste. Meine Angebotspreise zu den vorgestellten Fahrzeugen. Mit der Artikelnummer 6607, das war mein erstes vorgestelltes Fahrzeug, der Goliath Express 1100 Kastenwagen in Weinrot aus der Minicar-Serie in H0 für 18,90 Euro. Dann mein Lieblingsfahrzeug eigentlich geworden, der Goliath Express 1100 Luxusbus Hellkoralle mit der Artikelnummer 66019 für 21,90 Euro. Dann, wie hatte ich es genannt, den Goliath Werkswagen aus Bremen, ein Goliath Express 1100 mit Plane mit der Artikelnummer 66027 für 24,99. Ja, dann hatten wir noch den Goliath Express 1100 Kastenwagen Deutsche Post, Artikelnummer 66009 für 21,90 €. Ja, und der Goliath Express 1100 Kastenwagen der HK-Werke, Artikelnummer 66012 für 27,90 €. Na, sind sie nicht toll, diese kleinen, großen Goliaths von Auhagen? Ich denke, auf alle Fälle eine außergewöhnliche Bereicherung des Fahrzeugparks auf ihrer Anlage. Und ja, wenn bei meiner Präsentation nicht das richtige Goliath-Modell dabei war, schauen Sie einfach nach auf Xtreme24, da gibt es noch mehr, garantiert. Ja, das war's für heute
mit meiner Neuheitenpräsentation oder wie habe ich es am Anfang genannt? Richtig, Live-Shopping-Quickies. Was für eine Wortschöpfung, muss ich mir auf jeden Fall mal merken. Live-Shopping-Quickies. Ja, also machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Und wie sagen wir hier in Berlin, kicken Sie ruhig wieder mal rein. Und jetzt noch hoch die Hände, Wochenende, ran an die Modellbahn. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Tschüss, Ihr Frank Buttig.